Willkommen zum Let's Play von Victor Vran. Ich bin Mammut und wir spielen dieses Spiel, das ähnlich ist wie Diablo Torchlight, allerdings von den Machern von Spielen wie Tropico. Und ich mir denke so, ja, wie passt das zueinander? Egal, dieses Spiel gibt es schon seit 2015 auf Steam, wenn ich mich nicht irre. War auch eine gewisse Zeit in der Early Access Phase. Kommt jetzt oder ist jetzt auf den Konsolen auch erschienen, zusammen mit ein paar DLCs, die es jetzt gibt. Da gibt es hier Motorhead, Fractured Worlds als DLC. Zaguravia ist quasi die Hauptstory. Wir werden alles so nach und nach durchgehen. Da ich halt gefragt wurde, hey Mammut, willst du nicht mal, ne, Victor Vran spielen? So, und ich so, ja klar, kann man machen, ja. Und die so, hey, hier hast du noch Keys für DLC und Gedöns und hast du nicht gesehen. Und ja, Fazit ist, jetzt sind wir hier. So, und deswegen fangen wir auch an, einfach mal zu spielen. Also ich habe bisher noch gar nicht reingeschaut. Wir gucken mal, was daraus wird. Wird bestimmt super. So, wir fangen an mit Zaguravia. Glaube ich. Ich hoffe, das ist richtig. Hauptkampagne. Bricht den Fluch von Zaguravia. Okay, das kann ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schaue mal. Hemimond Games? Präsentiert. Zaguravia, die gefallene Stadt, das Land ohne Wiederkehr. Wo die Dunkelheit gesiegt und wir Dämonenjäger verloren haben. Vor einem Jahr führte eine Bitte um Hilfe die Jäger nach Zaguravia. Viele andere jedoch kamen hierher, aber keiner kehrte zurück. Ich dachte, Adrian wäre tot. Bis ein Rabe diese Nachricht überbrachte. Er ruft mich nach Zaguravia. Er hat entdeckt, wonach ich suche. Adrian ist ein Freund. Ich habe wenige Freunde, was sie umso wertvoller macht. Und er ist der einzige Mann, der um meine Vergangenheit weiß. Um den Pakt, den ich abgeschlossen habe. Und die Dämonenkräfte, die ich nutze. Was auch immer diese verfluchte Stadt heimsucht, ich werde mich ihm stellen, um meinen Freund zu finden. Na dann wollen wir mal. Ziele mit der linken Maustaste, um dich dorthin zu bewegen. Okay, gut, das kriege ich hin. Ist halt, man konnte es vorher einstellen, hey Mensch, willst du mit der Maus steuern, willst du mit der Tastatur steuern, willst du mit dem Controller steuern? Ich habe mich für die ganz klassische Diablo-Steuerung entschieden, ne? Also halt mit der Maus irgendwo hinklicken und dann halt auch angreifen, je nachdem wie ich lustig bin. Einfach weil, das bin ich am ehesten gewohnt. So. Die Stadt ist bedrückend still. Keine menschliche Seele in Sicht. Schade. Aber ich kann alles kaputt machen, das ist super. Also, ja gut, fast alles, ne? Aber hier so Kisten und sowas, kann man ja mal kaputt machen, man weiß ja nie. Ich glaube, Alt kann ich auch wieder benutzen, um mir Dinge anzeigen zu lassen. Klicke ein Monster mit der linken Maustaste an. Um es zu attackieren. Okay. Das kann ich. Auch wenn es hier eklige Spinnen sind. Warum? Ne, die ersten Gegner, die ich bekomme, sind natürlich Spinnen. Warum? Ich hasse Spinnen. Die Monster haben diese Straßen für sich gewonnen. Schwaches Licht scheint durch staubige Fenster. Na dann. Ich frage mich, welche Schrecken sich dahinter verbergen. Ich will's gar nicht wissen, was sich hinter den schaubigen Fenstern verbirgt. Halte rechte Maustaste gedrückt, um bewegen Maus, um die Kamera zu drehen. Ach, das kann ich auch. Okay. Gut. Da haben wir auch noch zwei Fähigkeiten, die wir halt dann auch noch benutzen wollen. Wenn wir dazu kommen. Ich denke mal, dazu werden wir noch kommen. Da ist eine Spinne. Ups. Das war einmal die W-Fähigkeit. Und das ist die E-Fähigkeit. Was genau macht denn das? Stößt einen einzelnen Gegner zurück. Lädt sich automatisch auf. Ja gut, das haben Fähigkeiten so an sich. Wenn du auf... Achso. Lädt sich automatisch auf, wenn du einen Gegner kritisch triffst. Okay. Attacke gegen ein einzelnes Ziel, die deinen Gegner in den Zustand betäubt zufügt. Jedes Mal, wenn du einen kritischen Treffer landest, werden darüber hinaus Gegner in der Nähe in den Zustand betäubt erleiden. Alles klar. Alles klar. Kann ich. Kann ich. Das kriege ich hin. Betäuben von Gegnern. Leertaste. Ich kann springen
ein Diablo-Spiel mit Springen. Ich kann etwas Verborgenes spüren. Deutlich finsterer als die Monster. Ja, das klingt ja gut. Vages. Wie ein Flüstern tief in meinem Verstand. Okay. Ich schlag hier einfach nochmal so 50.000 Mal irgendwo gegen. Weil ich hoffe, dass wir hier sowas wie Gold finden. Weil man weiß ja nicht, wozu man das noch gebrauchen kann. Ne? Nachher kannst du es wirklich noch gebrauchen. Und dir die besten Items ever kaufen. Wobei, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber mal gucken. Ne? So. Was? Wandsprung? In... Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Na, ich wusste halt, dass das Victor Van halt ein Spiel ist wie Diablo. Ja, aber nicht, was es genau beinhaltet. Na, ich wusste halt auch, ja gut, irgendwie so Dämonenjäger, Vampirjäger, whatever. Wobei, Van Helsing da ja auch so ein bisschen Konkurrenz ist und so. Hallo? Wer ist da? Hallo? Kannst du mich hören? Eine Stimme in meinem Kopf. Was auch sonst. Wenn du mich hören kannst, dann spring jetzt. Nö, sehe ich gar nicht ein. Guter Junge. Okay. Jetzt spiel tot. Hey, ich zieh dich nur auf. Okay. Warum habe ich eine Stimme in meinem Kopf? Und was sind das für Spinneneier? Schau nur, Jäger. Eine Schatztruhe. Ja. Da oben auf dem Balkon. Komm schon, hol sie dir. Jeder Gang macht schlank. Hallo? Achso. Wandsprung. Verdammt. Moment. Halt, stopp. So. F zum Öffnen. Diese Truhen. Man weiß nie, was man bekommt. So aufregend. Yay. Wir kriegen eine Schrotflinte. Die können wir wahrscheinlich hier auch im Inventar gleich anlegen, wenn wir da unbedingt möchten. Okay. Das ist hier unser Kostüm des Jägers. Okidu. Erhalte 100% des erlittenen Schadens als Overdrive. Aha. Ich weiß ja nicht. Nahrung, Kräfte, Gedönsdingens. Ich weiß auch gar nicht. Können wir das Inventar hier auch wirklich voll kriegen? Oder ist es unendliches Inventar? Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe wirklich noch keine Ahnung. Aber gut, schauen wir mal. Wir müssen jetzt eh erstmal Richtung Norden. Den Rest lernen wir alles noch. Wir können auch Karte öffnen. Wuppdidu. Da sollen wir hin. Erreiche den Eingang des Schlosses Zagore. Ja dann, ne? Ogo. Checkpoint ist das, okay. Da werde ich also wiederbelebt, wenn ich sterbe. Eine schwache Riesenspinne. So schwach finde ich die gar nicht. So. Und für jedes dieser Monster kriegen wir einen eigenen Codex-Eintrag hier im Journal. Kriegen wir Hintergrundinformationen über die Geschichte. Was quasi halt schon in der Cutscene erzählt wurde dann hier, ne? Diverse Tipps für Leute, die Steuerung vergessen. Zu den Waffen, wozu sie gut sind, was sie machen und Fähigkeiten und hast du nicht gesehen. Ah, ich habe also auch mit der Schrotflinte andere Fähigkeiten. Ist ja auch interessant. Dann halt über die Monster, was genau halt diese Monster halt so können und machen und wollen tun. Da haben wir drei Spinnen schon, oder drei Monster, die zum Typ Spinne dazugehören. Und zu jedem dieser Dinger Hintergrundwissen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ne, und auch hier ganzen Statuseffekte. Ist nett. Kann man machen, kann man auch durchlesen. Aber wir wollen es hier mal nicht übertreiben. Es dauert das hier 500.000 gefühlte Jahre. Und so oft, wie ich mich dann verhaspel, ja, nee. Ne? Ich meine, ich find super, dass es sowas gibt. Ich mag sowas. Aber halt für so ein Let's Play denke ich mir halt immer so, ja, ne, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ne? Manchmal. So, gefallene Festung. Die Tore der Festung sind versiegelt. Ich habe einen alternativen Weg durch das zerstörte Gitter am Abwasserkanal gefunden. So wie es aussieht, ist dort vor mir schon etwas anderes lang gekommen. Dieser Ort stinkt nach Tod. Ich bezweifle langsam, dass sich hier noch irgendwelche Überlebenden befinden. Okay. Betreten wir. Wir haben ja keine andere Wahl, wir müssen da ja lang. Ja? So. Finde einen Weg durch die Festung. Okay. Ich kenne diesen Ort. Du kommst näher. Komm schon. Öffne die Tür. Oh, pass auf, Jäger.
Diese Übungspuppen sehen gefährlich aus. Sie sind in der Überzahl. Du solltest über Flucht nachdenken. Yeah. Ich merke schon. Unsere Stimme im Kopf spricht auch fließend sarkastisch. Finde ich super. So, jetzt soll ich die hier... Schau dir diese Übungspuppen mit ihren roten Augen und langen Nasen an. Sie lachen über deine schwächlichen Angriffe. Warum leuchtet der rot? Ist das gut, dass er rot leuchtet? Ich weiß es nicht. Ah, ist der jetzt besonders verwundbar? Ah, okay. Moment. Kämpfst du immer noch gegen die Puppen? Komm schon, streng dich ein bisschen an. Schlag härter zu. Ich bin dabei. Okay. Kann ich jetzt hier durch? Achso, ich soll einen Heiltrank trinken. So. Vielleicht sollte ich nicht länger meine Zeit an dich verschwenden, Jäger, und mich stattdessen mit den Puppen anfreunden. Okay. Oh! Jetzt habe ich noch eine Fähigkeit. Kraft. Wo hast du das denn gelernt? Draußen. Wie dem auch sei. Komm, triff mich im nächsten Raum. Also es gefällt mir jetzt schon gut, der Meteorhagel hier. Ich bin hier in dieser Kiste gefangen. Warte, das bin ich gar nicht. Ach so. Tja, ich muss wohl in einem anderen Verlies sein. Oh. Soll es hier Mario-Witz werden oder was? Ich meine, finde ich okay. Okay, und wir kriegen eine Belohnung dafür. Eine neue Schrotflinte. Okay. Könnte ich jetzt anziehen? Muss ich aber nicht. Ich würde eigentlich eher beim Nahkampf bleiben, tatsächlich. Erstmal. Na okay, ich muss wegen dem Tutorial. Okay. Ja gut, will ich aber nicht. Ich bin eher der Nahkämpfer. Leute, die hier schon länger sind, die wissen das. Ganz selten mal, ich halt mal was wie einen Fernkämpfer benutze. Meistens bin ich damit sehr, sehr scheiße. Aber weil ich es bin und dann immer mit dem Fernkämpfer da in den Nahkampf gehe. Jahrelange Übung als Nahkämpfer. So, lass weitergehen. Zu den Stadttoren. Okay, ich bin da, wenn noch... Oh Gott. Ich spüre etwas Glitzerndes in der Nähe. Lass mich dir einen Hinweis geben. Es ist größer als eine Spinne, aber auch voll mit Schätzen. Und es steht oben und blickt auf dich hinab. Okay. Gehen wir mal gleich auf die Suche. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo ich da gleich springen soll. Da habe ich schon mal Glitzerndes gefunden. Das war nicht das Glitzernde, aber hey... Da oben. Ich hab's gesehen. Wie komme ich denn da hin? Ich komme hier nicht zurück. Hier irgendwie so dahin, dass ich dann da hochspringen kann. Hm. Was soll ich hier rüber? Nein, nicht so. Okay. Aber das kriegen wir noch hin. Vielleicht. Dann kann ich auch einfach hier durchgehen. Ja, das wäre ja zu einfach. Könnte ja jeder kommen. Einfach durchgehen. Du hast sie gefunden. Guter Junge. Ja, was hast du bekommen? Etwas Glitzerndes. Mhm. Ganz alleine habe ich das gefunden. Mit deiner Hilfe. Okay. Dachte, das ist eine Kiste, aber ist eine Falltür oder so. Etwas in der Art. So. Nein, halt. Da hoch will ich. Da hoch. Ja. Da kann ich die Tür aufmachen. Nein. Okay, dann lass mal hier lang gehen. Tag. Es verwirrt mich hier so ein bisschen, dass wir hier nach rechts quasi gehen und auf der Map das anders angezeigt wird. Vielleicht sollte ich das so rummachen, dann macht das für mich mehr Sinn. Ich kann ja Karten drehen. Das verwirrt mich. Irgendetwas ist mit dieser Stimme. Etwas, das ich nicht recht fassen kann. Ich habe dank meiner Arbeit viele Monster bekämpft und erschlagen. Die, die reden können, sind immer die schlimmsten. Ich mag den Synchronsprecher. Der gefällt mir. Gut, ja, aber mit Monster, die reden können, sind oftmals hier schon. Sind meistens irgendwelche Bosse oder so. So, Schloss Zagore.
Wir gehen rein. Wird super. Ich weiß es jetzt schon. Was? Kostüm wählen? Kostüm des Jägers. Wähle dieses Kostüm, wenn du einen ausbalancierten Spielstil vorziehst oder es magst, unter den schlimmsten Umständen am stärksten zu sein. Das Kostüm des Jägers erzeugt zusätzlichen Overdrive, wenn du Schaden erleidest, da es dir erlaubt, in harten Kämpfen öfter Dämonenkräfte einzusetzen. Es bietet einen ausbalancierten Spielstil und wird dir in jeder Situation gut dienen. Kostüm des Kavaliers. Wähle dieses Kostüm, wenn du einen Helden bevorzugst, der sich primär auf Zauber verlässt. Das Kostüm des Kavaliers baut beständig Overdrive auf, aber deine Waffenattacken werden kein Overdrive erzeugen. Es erlaubt dir, deine Dämonenkräfte zuverlässig einzusetzen und Begegnungen mit einem vollen Overdrive-Balken zu starten. Oder das Kostüm des Gerechten. Wähle dieses Kostüm, wenn du einen spezialisierten Helden entwickeln willst, der sich auf Präzision und kritische Treffer konzentriert. Das Kostüm des Gerechten baut nur Overdrive auf, wenn du kritische Treffer gegen deine Gegner landest. Die durch das Kostüm erhaltene Rüstung wird den Schaden einiger der Attacken senken, die du einstecken musst. Also quasi halt so ein bisschen so meine Klassenwahl. Was nehme ich? Ob ich doch irgendwie vom klassischen Nahkämpfer abweiche und dann den hier nehme? Na, wir nehmen den hier. Das wird schon. Kasualmodus? Nein. Normaler Modus, ja. Ja, Hardcore-Modus ist, glaube ich, wenn ich dann sterbe, ne? Das Spiel im Hardcore-Modus wird nicht empfohlen, wenn dies dein erster Charakter ist. Okay. So, warte. Wird alle Monster stärker machen und 5 Flüche aktivieren, die die Schwierigkeit des Spiels anheben. Im Hardcore-Modus wirst du Flüche nicht deaktivieren können. Okay. Wir bleiben beim normalen. Hardcore ist, wenn ich halt sterbe, dann bleibe ich halt tot. Ja, wir nehmen normalen Charakter. Okay. Nach all der Zeit gibt es noch Überlebende. Schloss Zagore steht noch. Eine Zuflucht vor den Schrecken, die davor lauern. Okay. Guten Tag. Wer bist denn du? Ich bin Damien, der Alchemist. Ich kann dir mit nützlichen Vorräten aushelfen, wie Tränken und Bomben. Und du kannst mir mit deinem Gold aushelfen. Wir Alchemisten sollen Gold in Luft verwandeln können. Aber das ist alles im Dienste der Wissenschaft. Wirf einen Blick auf mein Angebot. Heutzutage gibt es keine große Nachfrage durch Jäger. Okay. Schauen wir uns doch mal sein Angebot an. Er hat hier irgendwelche Waffen dabei, die ich mir sowieso nicht leisten kann. Und Heiltränke. Das Stück 10 Gold kosten, das finde ich einen akzeptablen Preis. Lassen wir aber erstmal. So, was ist das hier? Transmutation. Benötigt Stufe 16. Da sind wir noch ganz weit von weg.